Soll ich dir sagen? Ich bin verliebt! Endlich wieder verliebt! Oh, es tut so gut, ich bin verliebt! Und was so eine kurze Trennung alles ausmacht? Umwerfen? Ich bin ganz verrückt nach dir. Komm ins Bett! Sag mal, hast du die Schlafkrankheit oder was? Ich höre immer nur Bett. Doch, Annette, du bist so süß. Ja, zuckersüß. Aber nicht in dich verliebt, Himmel, nochmal. Wie? Für mich bitte ein Wasser. Das war das Erste, was ich von ihm gehört habe. Oh, seine Stimme war so tief und so männlich. Für mich bitte ein Wasser. Was ist das? Sein Brusthaar. Guck mal, wie lang. Ja! Bruder, ich nicht! Wo ist das Schwein? Ich schlag ihn tot. Unten auf der Straße. Er wartet darauf, dass wir das Licht an- und ausknipsen, dann kommt er raus. Manfred! Ein Wunder ist geschehen, ich bin verliebt. Er liebt mich. Ja, genau wie du. Ihr habt denselben Geschmack. Sicher hast du dir vorgestellt, wie du. Hast dir vorgestellt, wie er. Dachtest, dass das. Und wie du dann dein. Auch Manfred. Was, der heißt auch Manfred? Das kann doch nicht sein. Ja, zu Hause Freddy, aber sonst Manfred. Sag nicht Freddy, sondern Manfred. Freddy klingt so babyhaft. Ein Mann heißt Manfred, Manfred. Nein, wir nennen ihn Freddy, sonst kommen wir ganz durcheinander. Wir werden alle friedlich zusammenleben. Ihr werdet die besten Freunde. Wer? Alle? Er und wir. Zusammenleben? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Was anderes kommt nicht in Frage. Nimm mich auf den Arm und trag mich durchs Zimmer. Mein Rücken. Kuchen? Fred hat Kuchen bestellt. Für 4 Personen. Für 4? Kommst du auch? Wenn du willst. Mhm. Natürlich kommst du. Das Schicksal hat es so gewollt. Na, mein Lieber, herrliche Zeiten brechen an.